Wollen Sie Ihr Obus-Ticket 200-fach vergrößert sehen? Wie sehen Haare unter Mikroskop aus? Und was sammelt sich im Bauchnabel eines Kuscheltiers? Diesen Fragen sind die Fahrgäste des Forschungsbusses im Rahmen des Aktionstages Bürger forschen auf den Grund gegangen. Wir wollen dort sein, wo die Fahrgäste sind, und die Idee war, warum können wir die Forschung nicht direkt in den Bus reinbringen und dann dort zeigen, wie Wissenschaft funktioniert, und am besten so zeigen, dass man auch selber was machen kann. Mit dem Flying Microscope können die Gäste während der Fahrt Alltagsgegenstände genau unter die Forschungslupe nehmen. Das Mikroskop ermöglicht es, einen bis zu 200-fach vergrößerten Blick auf die Welt und sogar sich selbst zu werfen. Normalerweise wird das Mikroskop in der Forschung oder Automobilindustrie verwendet. Heute wird damit das Fell des Kuscheltiers untersucht. Hinter der Aktion steckt ein einfaches Ziel. Diese Menschen sollen auch gewonnen werden, Teil der Forschung zu sein. Deswegen Citizen Science, also die Forschung mit den Bürgern, mit jedem, der was beitragen kann.